Die Clean Treatment Start Funktion, CTS. Sollen Patienten das Füllvolumen im Blutschlauchsystem nicht erhalten, kann die Clean Treatment Start Funktion verwendet werden. Die arterielle und venöse Leitung werden mit dem Gefäßzugang des Patienten verbunden. Wird die Blutpumpe gestartet, startet auch die UF-Pumpe und entfernt das Spülvolumen durch Ultrafiltration. Ein Spülbeutel ist nicht notwendig. Aufgrund der Blutpumpendrehung gelangt Blut in die arterielle Leitung. Gleichzeitig gelangt Blut in die venöse Leitung, da die UF-Pumpe einen negativen Druck erzeugt. Das Blut füllt den Dialysator von beiden Enden her, während das restliche Füllvolumen entfernt wird. Wenn das Füllvolumen entfernt worden ist, fordert die Surdial X den Anwender auf, die venöse Leitung zwischen dem Luftdetektor und dem Patientenzugang auf Luft zu überprüfen, bevor die Blutpumpe wieder eingeschaltet und dem Patienten das Blut wieder zurückgegeben wird.